Hallo zu Leute heute. Lothar Matthäus, der Scheidungsrekord-Nationalspieler, hatte wieder kein Glück in der Liebe. Auch mit Ehefrau Nummer 5 hat es nicht geklappt. Er und die 27 Jahre jüngere Anastasia haben sich bereits scheiden lassen. Auf der Pariser Fashion Week hat gestern Stella McCartney ihre neue Kollektion gezeigt. Und es waren viele prominente Gäste dabei, unter anderem zum Abschluss der Modewoche gab es dann heute noch ein großes Spektakel bei Chanel. Virginie Viard, die Chefdesignerin, hat den Glamour der 90er wieder aufleben lassen. Ein Video sorgt derzeit im Internet für Empörung. Der Zentralrat der Juden ist bestürzt. Der Musiker Gil Oferim berichtet davon, in einem Leipziger Hotel antisemitisch diskriminiert worden zu sein. Ganz öffentlich. Christian Wolff, fast 20 Jahre, war er in der ZDF-Serie Forsthaus Falkenau zu sehen. Inzwischen ist er über 80. Und in der Presse war zu lesen, dass er es sich nicht leisten kann, in Rente zu gehen. Eine Meldung, die ihm gar nicht gefallen hat. Bei den Kolleginnen von Volle Kanne hat er heute darüber gesprochen. Justin Bieber hat, als er psychisch krank war, aus seiner Sicht gute Erfahrungen mit legalen Drogen gemacht. Und er will sie daher aus der Schmuddelecke holen. Alexandra Maria Lara und ihr Mann Sam Riley haben das Filmfest in Hamburg besucht. Die beiden sind seit 12 Jahren verheiratet, haben einen Sohn, reisen und arbeiten manchmal auch zusammen. Und wie das geht, wenn man in derselben Branche unterwegs ist, wie sie mit Kritik des anderen umgehen, das haben sie uns in Hamburg verraten. Mehr Nachrichten von den Stars gibt's morgen wieder bei Leute heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.